zu verkaufen bringt nichts. Erdbeeren. Wir brauchen mal zu essen. Oh, Kristalle nur da und so. Und 28, wie habe ich denn Münzen? Null. Also da oben der Kontostand. Der Kontostand wäre auch mal geil zu sehen. So instant sehen. Oder sowas. Ja gut, für... Ja, mehr kann ich nicht. Mehr geht nicht. Danke, Gio. Ja, von den Zü. So, jetzt siehst du pennen oder so und schlafen gehen. Ja, ich meine, im Winter werden wir nicht überleben. Pflanzen entfernen. Ja, geil. Die Kartoffeln sind auch erfroren. Moin. Moin. Ey, ich fühle mich halt so ein bisschen wie ein Bennisch. Kannst du mir eine Fischerhütte bauen? Allerdings. War schön, ne? Es schneit. Toll. Ich liebe den Winter. Der ist so richtig kacke. Gibt nichts zu fressen, nix Dings. Mir. Gibt ja nichts, ne? Also Winter ist richtig so eine Scheißzeit. Boah, es fängt ja mit Herbst und so schon an. Was denn? Händler reist ab. Achso, Händler, ja. Hat ja eh nichts zu essen dabei. Und wir haben nichts zu verkaufen dabei, außer viel Holz. Die keine Sau haben will. Keine Sau nicht. Ja, er ruht sich erstmal aus. Oh, guck mal, Hunger hat er wenigstens mal nicht. Ja gut, der Baum ist jetzt auch schön eingeschneit. Und das wieder entfernen. Ich frage mich hier, wo die Samen herkommen. Oh gut. So, ja, am besten Haus in Stein, oder? Ach, der ist im Rage-Mode noch. Ja, dann geh doch kacken, Junge. Mal gucken, wer zuerst stirbt. Ein Traum. Vielleicht kommt ja noch jemand. Die wollen beide Webstuhl, ne? Und das hier ist Schneiderei entdecken. Ja, gut, dann. So, wo geht Birgit hin? Oh, keine Ahnung. Die entfernt die Pflanzen oder so. Kartoffeln wirst du wohl kaum noch rauskriegen, oder? Nö. Ist im Eimer. Die eine Ernte ist weggefressen, die andere erfroren. Geil. So, anstatt hier Honga Yanga zu machen, könntest du mal vielleicht Steine klopfen. Ach nee, du bist ja immer noch im Rage-Mode. Ja, alles schön. Es ist schön geil gemacht. Du kannst ihn mal umarmen oder so oder reden oder in den Arsch treten. Nein, ich glaube, das ist jetzt nicht heilsam. Oder irgendwie, ne? Über Essen reden, ja. Wenn sie übrigens Hunger hat. Umarmen. Ich will das ja. Weil vielleicht wird dann ein bisschen wieder fröhlicher, siehst du. Riskanten Witz machen. Hey! Guck mal, ich bin ein Huhn. Hey, das war toll. Gut. Beziehung hat sich verbessert. Allerdings jetzt glaube ich nicht so. Was Dinge angeht. Ja, wir haben jetzt noch 6 Äpfel. Damit wir den ganzen Winter kommen, ich glaube, das wird nichts. Wisst ihr wie? So ist mein. Gib dich zu mir. Hm? Warum hüpfst du jetzt runter? Bist du blöde? Muss Katzen einfach nicht verstehen, oder? Manchmal nein. Hm? Manchmal nein. Also jetzt hat sie sich endlich dahin gehockt und tralala, du willst sie noch ein bisschen streicheln und graulen, dann hüpft sie runter und schmust von irgendwas. Ist schon ein Traum. Ja. Wollte nur gucken, wo du bist. Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt noch einen Webstuhl irgendwann bauen wollen, theoretisch. Ja, wir bräuchten ja dann Dinge, ne? Ah, oh, ist das ein Traum. Was ist hier eigentlich? So, ein Nadelbaum.
Ah, das wollen wir unbedingt Baumwollpflanzen. Oh, unbedingt. 30 Holzbeutel für den Webstuhl. Und dann können wir was tun? Weben. Es gibt uns wie viel in Nahrung? Null. Und Baumwolle und so, ne? Ja, hier. Ja. Bäume um. Hier geht. Ja. Ja, nee, die steht gerade. Yep. Er macht da am Felde rum. Baumwolle, die haben wir gerade auch verkauft. Also. Es ist alles sehr hoffnungsvoll, oder? Es ist sehr hoffnungsvoll hier. Mein Janine. Sally! Gute Reise, wir sehen uns 5 Minuten wieder. Ein wenig dezent, ja. Ja? Was macht die Spülmaschine? Die mag ja nicht. Müsste mal nur ausgeräumt werden. Ja, ja. Migranten sind angekommen. Cool, hab ich auch was zu essen mitgenommen, gebracht. Ich habe mir die Figur hier nicht in der Hand. Guck mal, Brigitte ist auch nicht. Hier wird. Ach, wie auch immer. Ihr wisst schon. Reden. Ein Problem ist mit unseren. Ja, mit den 6 Äpfeln kommen wir eh nicht aus. Bis akzeptiert. Ist alles wunderbar. Macht er zuerst Pennieren? Bei einer weiteren Reise bestimmt. Was wohl herkommt. Der will mit Snoopy reden, okay? Und der will einen Lagerplatz für Waffen. Was sind denn für Attribute? Försterkanon. Neuer Förster erstmal. Ja, das kann also gar nichts, ne? Förster und Bauer. Mir aus. Aber Bergbau ist noch wesentlich. So. Wie gesagt, man kann es auch umbenennen. Friedrich Roth. Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Man weiß es nicht. Friedrich ist eigentlich ein männlicher Name. Jetzt auch schon aus dem Altersheim oder die oder was auch immer. Lebenserwartung 40,2 Tage. Das ist 40 Jahre und 2 Tage, ich weiß es nicht. So. Dings habe ich auch gesagt. Ja, Bauerdings ist ja auch Börstern. Also Äpfel holen und so ein Kram. Na gut, jetzt arbeiten sie wieder schön. Das Tor. So, gut, hast du das Bett im Besitz? Ja. Warte mal, Friedrich, komm mal her. Du wolltest mit Snoopy reden. Reden. Also kennenlernen und so, man kennt's, ne? Ich glaube, der geht gerade zu essen. Zu essen. Der geht zum Essen. Aber gut, zu essen geht auch. Ach.
Ich muss sagen, da fühlt man auch ziemlich oft mit, ne, bei dem Spielchen irgendwie. Ja gut, man kann auch beim Essen reden, habe ich gehört. Gesellschaftlich. Versuch erstmal zu beeindrucken. Ne, kapiert doch nicht. Nee. Nicht beeindruckt. Okay, ja gut. Ich hatte schon mal voll den Bauch hier, der Mutter, glaube ich. So, Snoopy geht eine Runde pennen. Er müsste eigentlich, warte mal, morgen mit dem Zeitplan. Er müsste eigentlich den Zeitplan auch von links haben, ne? Ja, von Standard. Hier oben ist quasi der Kolonie-Weit. Standardplan. Und ansonsten kann man die noch individualisieren. Na, also das geht auch. Was mach ich denn hier? Ja, Leute. Okay, Beine am Stein kloppen, das ist gut. Problem, was ich im Museum ist, mit wem oder was wollen wir noch handeln? Die haben keinen Apfel mehr, nur noch Erdbeeren. Ich meine nur, ne, also ich würde ja nicht gleich unbedingt aufgeben. Neutrale Beziehungen. Kein Rabatt. Ja, dann nicht. Ja, dann nicht. So, gucken wir mal. Ist auch neutral, neutral, freundlich. Ort anzeigen, wo ist nicht? Oh. Der greift nicht gleich an, den Mann. Ja. Ja. Ich glaub, du bist noch am fittesten, oder? Ja. Müdigkeit. Ja, ich weiß nicht, wie viel haben wir denn? Was bleibt uns übrig? Wir müssen uns irgendwie durchschlagen. Weil wir haben schon wieder null Essen. Null. Nada, niente. Ja, ja, ja. So, trefft ihr euch? Auch irgendwie lustig, ne? Dass der andere immer gleich Bescheid war. Also von wegen, hey. Wo sind jetzt Apfelbäume, ne? Was? Die ganze Zeit Apfelbäume gesucht. Ich hab nur die gesehen. Wo kommen die jetzt her? Vielleicht haben die gepflanzt. Doch, was ich denn. Birgit ist jetzt eine Level 6 Bergbauarbeiterin. Das ist gut. Dann arbeiten weiter ein bisschen, ne? Also, oh, relativ weiter bin ich hier. Wieder, Pippi. So, handeln. Hm? Ja, nimm halt hinterher, ist auch gut. Rennt er doch bis zum Dorf oder was? Kommt doch ein, ob man einholen, ne? Ja, meine lieben Freunde, das Leben kann schwer sein. Ist nicht einfach zum Supermarkt laufen. Haben wir 58 Holz mittlerweile, ne? Ja, der Webstuhl könnte gebaut werden. Aber so hat man früher das auch in den Völkern teils gemacht, ne? Also man musste es machen, weil ja, die einen hatten eben die Nahrung mehr, die anderen hatten man irgendwelche Fähigkeiten etc. Ja, und dann hat man eben sich so ein bisschen ausgeholfen, ne? Also der eine sagt, oh, ist ja ganz schön kalt der Winter. Baumwolle kann ich 20 verkaufen, dann immerhin.
paar schon. Kartoffeln kaufen, ja. Tomaten kaufen, ja. Kosten halt beides gleiche. 21, 30 haben wir. Ja, weil. Ich weiß nicht, ob jemand gegen Tomaten. Ja. Machen wir so, handeln. Dankeschön, auf Wiedersehen. Deswegen würde ich ja sagen, vielleicht können wir auch Teppiche weben oder irgendwas demnächst. Im Kino. Aber das sieht doch. Ich weiß nicht, sieht bei meiner Dame aus. Friederike. Ist, glaube ich, dämlich. Weiblich, also. Ah, ja, ich bringe mich wieder in Teufelsküche, ich merke schon. Ich bringe mich in Teufelsküche. Schlechter Traum. Oh, minus 5. Sehr schlecht geträumt. Oh, fuck. Das ist auch nicht gut. So, was machst du denn, Friederike? Ja, man ruht sich einmal beim Nachbarn aus. Aber so, man kann. Nee, Äpfel sind ja nicht dran, ne? Irgendwie. Ich will dich auch nicht böse machen, ne? Also. In der Hinsicht. Na gut, der Zeitplan sagt jetzt, ja, jetzt kannst du ausruhen, ne? Also dann sagt er, okay, ja, mach ich. Rumpel mit Dings, ja. Ich meine, es ist, ne? Wird bald Frühling, sagt er. Die letzte Zeit zeigt an, tralala, ja, wie lange denn noch? Ja, wie viel Zeit? Wie viel Zeit ist denn Zeit? Also, das kann jetzt 3 Monate noch sein, es kann. Also, ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie genau mir das Ding das, also ein Drittel, ein Viertel ist rum, des Winters wohl, oder keine Ahnung, bis wir dann noch Frühling haben, also sechs Sachen, die sind gleich weg, die sind so schnell weggefuttert, bis sie zu Hause ist, ist vorbei, dann kriegt sie nichts mehr ab. Ich kann ja hier nochmal hin, wo rennt denn Birgit hin, sag mal? Birgit, wo willst du hin? Ich weiß auch nicht. Die hat irgendwie so manchmal so Anwandlungen. Vielleicht will den Eichhörnchen knutschen oder so. Guck mal, hier kannst du damit handeln. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwie Steine oder so los und noch ein paar Erdbeeren oder so. Das meine ich, jetzt müssen wir notgedrungen tatsächlich hingehen und weißt du was? Ich benenne dich jetzt einfach um. In Froggy. So, auch eine Streamerin etc. Ja, die mittlerweile übrigens mehr in Richtung Wildlife und so macht. Also mit dem Bike umfahren, Zelten, Campen, Tralla, kann man alles machen. Nicht so meine Welt, aber hey, kommt noch einmal nicht so ganz Hunger, ne? Also die anderen essen jetzt alles auf. Du, es ist ja auch gar nicht dunkel und so, ja, ne? Was? Ach, du bist. Okay, dann können wir wieder 22 Steine verkaufen. Kriegen 10 Ocken dafür. Oh, die haben 2 Äpfel auf einmal. Kostet 8 Ocken. Ja, mehr gibt's auch nicht, ne? Also. Mehr gibt es nicht. Also, danke, Birgit. Birgit, sag ich mal. Froggy. So, genau. Froggy ist irgendwie. Wie nennen wir denn Birgit mal irgendwie? Dann gibt Oder geh erstmal was essen, bevor du Hunger hast. Wäre doch mal was, ne? Also. Rohes Essen essen, Froggy. Und dann. Mit ihr habe ich auch schon öfter. Mal gestreamt, etc. Pipapo. Und ja. So. Hier wird schnarcht. Auch schön. Ja. Gut. Dann isst sie noch. Hä? Setzt sich an den Tisch und isst, dann. Achso, die hat sich nachgeholt, wa? Optimistisch plus 5. Ja, immerhin. Vielleicht aber geträumt. Essen, ja, in Ordnung. Will mehr Lebenszufriedenheit. Lebenszufriedenheit Stufe 1. Na gut, jetzt habe ich einen Traum vergessen. Gegessen, dann ist der Traum gegessen. Okay. Prost. Wir sind nachher auf Feuer hier, ne? Entspannt sich noch.
habe ich ja eigentlich im Zeitplan eingeplant, dass man abends isst und dann danach sich noch ein bisschen entspannt und dann ins Bett geht. Übrigens auch, ja, sollte man auch öfter tun. Ne? Sich ein bisschen entspannen. Tralala, und dann ins Bett gehen. Vor allem gerade heutzutage, ne? Also wenn man streamt, wenn man Dings macht. Let's play, blablabla. Nicht direkt versuchen, danach einzuschlafen, weil am besten noch irgendwie Dämmerlicht machen oder sonst was. Ne? Ist jetzt auch hier voll helle Bude. In dem Sinne. Aber ich meine nur, ne? Damit man einfach besser schlafen kann. Was macht's denn hier eigentlich? Ja, Feldholz. Ja, das habe ich bis heute nicht verkauft gekriegt. Warte mal, wir können mal gucken, ob wir den Webstuhl oder so mal bauen können. Arbeit, Webstuhl. Ja, brauche ich jetzt erstmal hier hin, ne? Wo, zwischen die Regale. Oder so, oder da hinten in die Tür. Auch Platz. So. Komm mal her, Digga. Aufbauen. Du hast dir das gewünscht, dann können wir es auch mal aufbauen. Ich meine, jetzt muss man schauen, inwiefern kann man irgendwelche Sachen machen, dass wir irgendwie an Nahrung rankommen. Ne? Also, ja, kannst du ja das von uns gegangen. Find's total traurig. Das ist immer so. Untröstlich eigentlich, ja. Das ist immer sehr, sehr schlimm. Ja, sehr, sehr. Ja, glaubt es mir, ich find's wirklich schlimm. So, die letzte Mahlzeit. Danach Sense. Da haben wir von mir nichts zu essen. Hier, 0 und 0. Nichts zu essen ist da. Ja, guten Morgen. Und gleich haben wir einen Webstuhl, toll. Jetzt guckst du mich so an. Mäuschen. Weben. Ein Produkt festgelegt. Also ein Produkt festlegen. So, was haben wir denn? Baumwolle. Stoff. Okay. Da können wir Stoffe verkaufen. Im nächsten Mal irgendwie. Ja, die Schweineschlachten war ja auch eine tolle Idee. Sag ich mal, das war jetzt auch nicht so toll. Meine nur, da sind wir ja auch schon umgekommen. Eigentlich hätte ich da schon sagen können, okay, vergiss es, Kollege im Arsch. Na komm mal her, Mäuschen. Xenny. Komm her. Jetzt sitzt du schon wieder hier. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, ich mache kurz Päuschen und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Ich versuche mal mit ihr zu schmusen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich bin da so richtig. Nee, schlimm. Einfach, ne? Also. Hat sie geholt. Nein, die haut mich die ganze Zeit an, guckt mich an, tralala, pipapo. Kannst du nie arbeiten, ne? Du kannst doch nie arbeiten. Juti. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder.